Sind Sie schon auf Sendung? Hä? Hä? Sind Sie schon auf Sendung? Hä? Hä? Boah. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Und zwar war der Postbote da. Ich zeige es euch mal. Und zwar mit den drei Umschlägen. Und zwar hat Papa bei Wish eingekauft. Ja? Und zwar folgendes. Ich weiß, manche mögen Wish nicht oder verstehen nicht, warum man da einkauft. Für mich ist es manchmal eine sehr günstige Alternative, an verschiedene Teile zu kommen, die ich brauche. Und ich hatte dort vor längerer Zeit mal Clips bestellt für den Honda, vorne für die Frontschürze. Und die haben sich für ihr Geld als sehr gut erwiesen und mir ist noch keiner gebrochen, im Gegensatz zu den OM-Clips, die mittlerweile original bei Honda irgendwo bei 2 Euro pro Clip sind. Und ich habe für 10 Stück, glaube ich, 1 Euro bezahlt. Also von daher, es ist eine gute Alternative gewesen. Und in diesem Fall habe ich Teile für den EJ6 zum einen bestellt und zum anderen einen Teil, von dem ich noch nicht weiß, wo es reinkommt, aber ich habe es einfach mal bestellt. Also das ist Paket Nummer 1 aus dem großen schwarzen Umschlag. Und da ist folgendes drin, und zwar dieses Teil hier. Ja, Moment. Ja. Und zwar dieses hier. Was ist das wohl? Genau, das ist dieser wunderschöne Knopf, beziehungsweise dieser wunderschöne Hebel vom Haubenseilzug. Und zwar ist es ein typisches Honda-Problem, dass der ab und zu mal abreißt. Und ein neuer Bodenzug kostet, glaube ich, 18 Euro, nicht original Honda, aber im Zubehör. Und dann muss man den ganzen Quatsch noch verlegen etc. Und es gibt diese Reparaturkits, die gibt es sowohl auf eBay als auch bei Wish. Von der Optik her ist es genau das gleiche Teil, von daher bin ich sehr gespannt. Aber der Unterschied preislich ist, glaube ich, irgendwie 15 Euro, diese Preise, die auseinanderliegen. Das Teil hat, glaube ich, jetzt 2 Euro gekostet und das auf eBay kostet, glaube ich, 17 mit Versand. Von daher bin ich da sehr gespannt, weil der EJ6, bei dem ist das Ding leider abgerissen. Und deswegen schauen wir uns das dann auch mal an. Als nächstes, in dem weißen Umschlag, sind die hier. Ja, das sind diese schicken Clips mit diesen Schraubköpfen. Moment, sehen wir das irgendwo? Genau. Weil die hat der Honda auch an verschiedenen Teilen, und zwar einmal in der Innenraumverkleidung, dann in der Radhausverkleidung. Also an verschiedenen Stellen sind die verbaut. Das sind jetzt die, wie gesagt, die Clips zum Schrauben. Und ja, die gehen auch nicht häufig kaputt, so ist es nicht, aber manchmal verliert man die oder. Und da haben 100 Stück jetzt 1 Euro gekostet, bin ich mal sehr gespannt. Und dann habe ich einen Teil, von dem ich nicht weiß, ob es seinen Platz im EJ6 findet oder im EJ9 oder überhaupt irgendwo einen Platz findet. Ich habe es einfach nur gesehen und dachte mir, okay, für 1 Euro kaufst du es mal. Und das ist in dem Umschlag hier drin. Man sieht also, es muss ein sehr flaches Teil sein. Und zwar... Moment. Da ist Müll auf dem Boden gefallen. Und zwar... Haha. Da ist kein Müll auf den Boden gefallen. Habt ihr nicht gesehen? Dieses Teil hier. Ja. Genau. Jetzt stellt man sich berechtigterweise die Frage, wofür ist das Ganze? Das ist einmal... Moment, Direction for Turning Switch on. Genau. Und zwar ist das für das Zündschloss. Also das wird da quasi drumherum geklebt. Damit das Ganze... im Dunkeln leuchtet. Ja, das sind so Sachen, die braucht man nicht, aber irgendwie, ich fand es lustig und deswegen ist es im Warenkorb gelandet. Sowas gab es auch mal original von Honda, dann war das aber tatsächlich eine Lampe, die um das Zündschloss war. Gibt es allerdings kaum noch irgendwo im Netz zu finden und dann zu extrem hohen Preisen. Und deswegen kam das jetzt einfach mal. Moment, einmal aufmachen den Scheiß. Schiddy my titty hier. Und zwar ist das hier außen, ist das hier außen so schön blau, da ist eben diese fluoreszierende Fläche und hier hinten ist das Ganze dann quasi geklebt. Das heißt also im Endeffekt kann man das, wenn es einem nicht mehr gefällt, auch abziehen. Ja, bin mal gespannt, ich weiß noch nicht, was ich damit anstellen werde, also ich weiß nicht, ob es in EJ6 wandert, weil ich glaube, Philipp wollte das jetzt nicht haben. Du willst das haben? Du findest das cool? Ja.
Ja, kannst du haben. Guckst, ob in Jazz passt und dann kannst du das hinkleben. Ja. Das leuchtet dann im Dunkeln. Ja. Dann musst du da nicht immer rumpopeln. Ja. Gut. Dann wäre das auch geklärt. Ich habe einen Abnehmer gefunden. Hey, Kimi will es im Jazz haben. So. Und jetzt geht es zum Einbau der ganzen Teile, beziehungsweise eigentlich nur von einem Teil, und zwar von dem Haubenzughalterbums. Von dem Hebel vom Haubenzug. Und bitteschön. Ich bin ja immer noch hier. Ich wollte eigentlich in die Garage. Hör mal, ich sehe im Internet überall, klappt das mit dem Schnipsen. Komm du mal her, schnipst du mal hier in die Kamera. Kann ich schnipsen. Ja, hier sieht man dann diesen Stummel, den ich meine, vom Bodenzug, von der Motorhaube. Dort soll das Ganze dann entsprechend rein. Das Ganze ist übrigens aus Metall und hat, ich weiß nicht, ob man es hier sieht auf der Kamera. Nee, Gott sei Dank nicht. Aber es hat schon, es hat da oben so eine kleine Macke. Da, man sieht es ein bisschen. Da, so sieht man es ganz gut. Das hat hier oben so eine kleine Macke. Das soll allerdings nicht weiter stören. Ja, dann würde ich sagen, geben wir mal Gas. Und hier auch wieder ein ganz einfacher Trick zum Einbauen. Und zwar einmal so machen. Ja, und da wäre das Werk auch schon vollbracht. Man sieht, es hält ganz gut. Es biegt sich ein bisschen mit, so wie der Original, ja, Originalverschluss hier auch. Aber es funktioniert, es ist festgeschraubt. Und ich hoffe, es wird auch noch sehr, sehr lange halten. Aber ich finde, von der Gesamtoptik passt das Ganze eigentlich gut hier rein. Also man sieht hier dieses Dunkelgrau vom Innenraum. Und da passt das Schwarz eigentlich ganz gut. Das Ganze gibt es noch in Rot und Blau. Hier dann in der dezenten Variante in Schwarz. Also das Wish-Produkt ist schon mal Däumchen hoch. Und damit es nicht nur das Wish-Teil gibt im Video, zeige ich euch jetzt noch ein bisschen was. Und zwar wollte ich das Schaltgestänge jetzt lösen. Und man hat das ja bereits beim Orthia gesehen, das geht hier quasi am Mittelschalldämpfer vorbei. Wie man hier sieht, unschwer, ist das Gummi schon kaputt. Das heißt, wir schneiden das eben ab. So, wird dann also einmal abgeschnitten, das Gummi. Und dann haben wir da auch besseren Zugang. Also das einmal runter. So, jetzt hängt er ein bisschen tiefer. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann oder ob man mich noch gut hören kann, aber diese Schraube wird ein bisschen vom Krümmer verdeckt. Das heißt, ich komme hier mit der Ratsche nicht richtig rein. Heißt also, dass ich einmal hier die Halterung beiseite schrauben werde. So, ich werde da vorne jetzt einmal rum experimentieren müssen. Und einmal den Cut vom Mittelschalldämpfer trennen, einfach, dass ich da ein bisschen mehr Platz habe. Ja, und da muss ich mich auch leider jetzt dem EJ6 einmal geschlagen geben. Liegt ganz einfach daran, dass das Schaltgestänge auf der, also die eine Seite ist ja verschraubt, das habt ihr im Orthia-Video gesehen. Die Schraube ist auch runter, aber die andere Seite ist mit so einer Sicherungsplinte versehen. Und das Problem ist, die muss halt herausgetrieben werden. Heißt also, ich muss eine Schraube finden, die schmal genug ist, dass ich da durchstecken kann. Und dann das Ganze quasi rausschrauben kann. Bin mal gespannt. Ja, das wird noch ein bisschen Arbeit, denke ich mal. Aber es wird interessant. Ja, also bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ja, war also jetzt wieder ein bisschen was am EJ6 plus das Wish-Teil. Und dann würde ich sagen, ich danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und bevor ich es vergesse, ja, also am Samstag, den 10.8. ist EJEK mit am Nürburgring in Brünnchen. Kommt auf jeden Fall gerne vorbei.
Ich packe euch die ganzen Infos also mal in die Kommentare. Auf dem Handy also so weit nach unten scrollen, dass ihr die Kommentare seht. Auf dem PC, naja, wisst ihr ja, wie das funktioniert. Und da seht ihr dann, oder da habt ihr dann die Koordinaten vom Brünnchen. Und falls ihr euch der Kolonne anschließen wollt, schreibe ich das auch gerne mit rein. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht am Nürburgring. Ansonsten kommt Montag wahrscheinlich das nächste Video, weil Sonntag, naja, wird dann erstmal entspannt, sage ich mal, weil das wird ein langes Treffen. Und ja, so, jetzt aber bis zum nächsten Mal. Ciao!